Als ich angefangen habe, Haare zu schneiden bzw. als Friseur zu arbeiten, fand ich diese Frisuren einfach außergewöhnlich, weil die halt kein Mensch getragen hat. Man sah noch halt richtig aus wie ein Mann und nicht wie ein Bübchen. Die meisten Männer sahen damals, oder Bübchen halt, sahen halt nicht aus wie ein Mann. Die hatten einen sehr femininen Haarschnitt irgendwie ins Gesicht reingekämmt oder irgendeine Strubbelfrisur, die eigentlich gar nicht adrett oder akkurat war. Diese Frisuren, die waren geradlinig, punktgenau, und man konnte auch immer genau erkennen, wann musste der Herr wieder zum Friseur beziehungsweise zu seinem Barbier. Und das hat mich einfach sehr, sehr stark fasziniert, zu sagen, diese Frisuren sind genau mein Ding und dieser ganze Lebensstil mit den Frisuren ist genau mein Spirit, den ich halt gerne haben möchte und den ich gerne leben möchte. Und dazu habe ich mich dann entschieden. Und da habe ich mir halt einfach gesagt, ich will das aber jetzt einfach durchziehen, weil ich finde, Haare machen einfach toll. Ist genau mein Ding. Passt eigentlich überhaupt nicht so atypisch, aber ist genau mein Ding. Harte Lehre hier in Düsseldorf, auch gelernt bei einem sehr, sehr guten Friseur hier auf der Königsallee. Ich glaube, er war um die 60 Jahre alt. Als Teenie ist er natürlich steinalt. Und seine Kunden, die auch seine Freunde waren, die ganzen Jahre, was ich halt auch sehr, sehr faszinierend halt fand, hat natürlich jetzt nicht mehr so die Haarpracht. Vereinzelt hatten auch ordentlich Haare, die haben halt dann vereinzelt halt auch die Frisur gekriegt. Hier unter anderem kennen viele Leute ja Forrest Gump, der Film, die berühmte Szene, wo er halt auf der Bank sitzt, wo man halt dann sehen kann, die Seiten sehr, sehr kurz geschnitten und oben halt wirklich Wasserwagen gerade halt geschnitten, ne? Die ganze Geschichte. Auf jeden Fall, das hat mich halt komplett interessiert und dadurch bin ich halt auch eigentlich so geworden, wie ich halt bin, weil ich habe halt bei ihm gelernt, halt die alten Frisuren halt zu schneiden und habe halt einfach gesagt so, Leute, ich will, dass ihr bei mir einfach das kriegt, was ihr nicht kriegt und will halt eigentlich die gesamte Szene, weil gerade hier im Westen ist eine ganz, ganz große Rock'n'Roll-Szene, dass eigentlich die gesamte Szene zu mir kommt, weil ich kenne generell schon viele von den, oder kannte damals schon viele, bevor ich den Salon aufgemacht habe, von Konzerten. Und wollte einfach den Leuten einfach sagen, hey, ich bin für euch da, kommt rum, vor dem Konzert, alle zu mir und dann legen wir los. Am Anfang war es so, Salon eröffnet, da sah es noch gar nicht so hier so aus, wie es aussah. Ein paar Sachen standen, waren halt schon da, aber dann ging es eigentlich ratzfatz, war es so, dass wir Kontakt zum ZDF bekommen haben und dann ging es eigentlich sehr, sehr schnell. Der Shop hat sein erstes neues Gesicht gekriegt durch eine ZDF-Fernsehsendung, wo wir halt dann hier zusammen den Umbau gemacht haben. Und da wir sozusagen, in Anführungsstrichen, wie der heutige Trend ja sozusagen ist, damals schon Trendsetter waren, vor 10 Jahren, dass wir halt eigentlich nur das gemacht haben, wo wir Bock drauf hatten, eigentlich nur unser Spirit, wo unser Herz nur dran liegt, nur gemacht haben, die Leute halt gesagt haben, boah, ist das geil, ihr seid geil, uns die Hütte eingerannt haben. Zusätzlich haben wir halt dann auch noch die Schnapsidee gehabt. Ich habe halt einen alten Pontiac und habe halt aus dem Kofferraum raus auf USK-Veranstaltung halt Haare geschnitten. Und da war es dann auf einmal, alle möglichen Leute, Veranstalter haben uns angerufen und sagten so, könnt ihr kommen. Ich dachte so, okay, so viel Haare schneiden kann ich gar nicht. Ja, und dann war es Wahnsinn. Also, ich glaube, wir hatten in dem einen Jahr, ich glaube, 45 Veranstaltungen, die nur am Wochenende und dann noch zuzüglich halt noch im Salon Haare schneiden. Vollkommenes Überarbeiten, total kaputt, aber war geil. Ist geil. Ist einfach geil. Ich freue mich wieder, wenn jetzt die nächste Saison wieder losgeht. Im Frühjahr geht es wieder los. Richtig schön. Schöne Events, macht richtig groß Laune und bis heute kein Abriss. Abriss. Ein Barbershop ist für mich ein Ort, wo man den Spirit des Rock'n'Rolls merkt. Wenn man unseren Barbershop das allererste Mal betritt, soll man eine Zeitreise in eine andere Zeit erleben. In einer Zeit, wo die Frisuren von Männern aussahen wie frisch geleckt. Wo man
sagt, wow, die sind schnittig, die sind adrett. Man betritt einen Raum, der eine Wonne, der ein Walhalla für einen Mann halt sein soll und halt auch ist. In einem Barbershop sind die Gespräche unter Männern ganz anders wie halt in einem Friseursalon. In einem Barbershop können wir Männer so sein, wie wir sind. Mit seinem Barber bespricht man halt Sachen, mit denen man halt sonst nicht mit jedem besprechen kann. Denn alles, was im Barbershop besprochen wird, das bleibt im Barbershop. Dieses Feeling, wo man dann einfach sagt so, wow, 50s, das ist meins. Und wo man halt noch mit Handschlag richtig begrüßt wird und wo man halt einfach, wo man nicht irgendwer ist, sondern man ist eigentlich ein Teil der Familie, des Geschäftes. Und eigentlich ist man kein Kunde, sondern eigentlich ist man Gast, der ein Teil des Betriebes halt ist und so automatisch ein Puzzlestück der ganzen Geschichte halt ist. Das wollte ich haben. Die Klassiker werden in einem Barbershop halt angeboten. Das ist halt einmal der klassische Business Cut, wo die Seiten halt etwas im unteren Bereich kürzer gehalten werden und oben mit einem Seitenscheitel eine leichte Tolle halt eingelegt wird. Dann gibt es den klassischen Flat Top. Der Flat Top wurde sehr gerne im militärischen Bereich halt getragen, weil er halt sehr praktisch und sehr kurz halt war und wurde nur unterhalb der Hutlinie mit ungefähr 2 mm kurz angeschnitten und ein kurzer, knackiger Übergang geschnitten. Dann gab es den klassischen Herrenfasson. Der Nacken wurde sehr, sehr kurz angeschnitten, nach oben hin immer etwas länger werden, aber trotzdem noch so, dass die Frisiercreme bzw. die Pomade ganz einfach verwendbar war und halt das obere Deckhaar recht kurz, gerade mal 3 Finger breit gehalten wurde, dass es leicht zurückkämpfbar war. Dann gab es für die Jugend die sogenannte Rockabilly-Frisur. Rockabilly-Frisur bezeichnet man auch gerne als Pompadour oder Haartolle, wo halt das Haupthaar schmalzig mit sehr viel Haarpomade glänzender Art und Weise nach hinten gelegt wurde und halt die Seiten zu einem sogenannten Entenarsch, auch Ducktail, zusammengekämmt wurden. Auf der anderen Seite, sozusagen auf der anderen Seite der Kamera, ist es so, sehen wir halt den kompletten Damensalon, wo wir halt auch klassische Damenfrisuren machen aus dem Zeitalter zwischen 1920 bis 1950. Meine Mädels, die sich halt darum kümmern, kriegen halt jegliche Frisur halt hin zum Thema Victory Rolls aus den 50ern, aus den 20ern, so Pink Curls, einige Frisuren à la Audrey Hepburn aus den 40er Jahren bzw. 50er Jahren. Aber wir machen halt nicht nur klassisch, sondern wir machen auch vollkommen modern. Also man darf auch nicht vergessen, es sieht zwar alles hier antik aus, aber wir sind halt auch komplett modern, dass wir halt dann auch die modernen Geschichten, gerade für den Damenbereich, ohne Probleme auf Rille kriegen. Ja. Einige Kunden kommen halt wirklich bis zu 150, 200 Kilometer angereist, alle 4 Wochen. Und sagen so, André, kannst du nicht eine Filiale woanders aufmachen? Kannst du nicht da bei mir um die Ecke und so weiter? Na, dann denke ich mir immer so, wäre schon toll. Aber, ganz ehrlich, was bringt es, wenn ich noch eine zweite Filiale aufmache? Klar, toll, Imperium Cut Corner. Aber da geht eins verloren. Und das ist die auf Hochdeutsch gesagte Personality. Denn wenn du nämlich überall eine Filiale hast, dann bist du, genauso wie die ganzen anderen Ketten, dann bist du einfach nur ein Ladenlokalbesetzer, der irgendwie aussieht wie jede andere Bude. Aber die Leute, die halt da arbeiten, sind eigentlich gar nicht die Leute, die halt den Ausschlag geben. Denn jeder meiner Mitarbeiter hat eine ganz persönliche Personality. Und wenn diese halt nicht da ist, dann bringt es gar nichts, noch eine zweite oder dritte oder vierte Filiale aufzumachen. Denn das ist sozusagen einfach nur wie so ein doofes Kaufhaus. Meine Idee ist, diesen Laden noch ein bisschen zu vergrößern. Man sieht jetzt natürlich jetzt nur so einen kleinen Teil vom Shop, das sind jetzt so ungefähr so 20, 25 Quadratmeter. Auf der anderen Seite sind nochmal 100 on top. Ich bin noch am Belegen, nebenan ist noch ein Ladenlokal, einen Durchbruch zu machen, um da noch so eine kleine Bar noch reinzusetzen. Also sozusagen ein Bar, Barbershop. Und
sozusagen meinen Herren-Valhalla noch ein bisschen zu vergrößern, um halt da noch ein kleines bisschen mehr anzubieten zum Thema Getränke, noch mehr Platten, noch ein bisschen mehr Musik, ein bisschen Bekleidungsartikel. Wir haben schon von allem, haben wir schon alles da, aber nur sehr wenig. Und wir wollen halt, oder meine Idee ist es halt, das einfach die ganze Geschichte ein Tick zu vergrößern und dann dadurch auch an Herrenbedienungsbedienplätzen einfach das Doppelte nochmal rauszuholen. Aktuell ist halt jetzt hier der Shop mit 2 und dass wir halt dann nochmal 4 on top nochmal reinkriegen, das wäre eine ganz, ganz schöne Nummer. Aber Eile mit Weile. Wachsen ist gut. Ne, finden viele Unternehmen, wir wollen mal wachsen. Aber wenn du zu viel wächst, geht die Personality wieder verloren. Ohne Personality ist die Bude ganz nett, aber mehr auch nicht. Auch wenn das jetzt nicht modern klingt, aber für mich ist es wichtig, dass ein Mann Selbstachtung hat. Dass er weiß, wie man sich vernünftig kleidet, dass er gewisse Werte hat, an die er sich hält und dass er halt immer adrett aussieht und immer gescheit auf dem Kopf frisiert ist. Das ist für mich wichtig für einen Mann. Die 50er Jahre faszinieren mich gerade in Amerika so sehr, weil halt alles etwas lebensfroher und einfach ein bisschen wilder halt war. Die Jungs wollten halt die coolsten Säue auf der Straße sein. Super gekleidet, coole Jeans, super Lederjacke und immer top frisiert und richtig adrett gekleidet mit einem richtig coolen Auto. Die Mädels waren richtig schick frisiert, Haare halt onduliert, zu einer Welle halt reingesetzt, einen schönen Lippenstift drauf, einfach so richtig schön rausgeputzt. Und das ist heute so nicht mehr ganz so. Es ist ab und an mal so, dass man halt für einen besonderen Abend halt, dass die Frau sich so ein bisschen adretter halt macht, nur für einen besonderen Abend. Und der Mann halt sich auch nur so ab und an mal richtig rausputzt, wenn halt irgendwie ein wichtiges Geschäftsessen ist oder sowas in der Art. Und das war halt damals halt nicht so. Da wurde halt immer drauf geachtet, sehe top aus, sei immer der coolste sozusagen, der coolste Hecht im Karpfenteich und versprühe ein Lebensgefühl, dass man halt sagt, du bist leicht, locker und möchtest, du bist total unbeschwert. Und dieses unbeschwerte Lebensgefühl, das fehlt mir heutzutage. Und deswegen ist das auch einer der großen Gründe, warum ich die 50s in Amerika liebe. Für mich war halt auch die Musik gerade in Amerika auch sehr wichtig und ich bin halt ein richtig großer Fan halt auch von der amerikanischen Rock'n'Roll-Musik, wie zum Beispiel Elvis Presley, Carl Perkins, Buddy Holly oder Eddie Cochran. Aber, wenn ich halt auch super klasse finde, ist halt der deutsche King des Rock'n'Rolls, Peter Kraus. Zuzüglich faszinieren mich die 50er Jahre gerade in Amerika so sehr, dieser ganze Lebensstil, wie halt auch damals miteinander umgegangen wurde. Die Frau war der Mittelpunkt eines jenes Mannes, wenn eine hübsche Frau irgendwie die Straße entlang gegangen ist. Und man kennt halt auch so manche Bilder, wo der Mann sich den Kopf verdreht hat und dann aus Versehen gegen die Litfaßsäule läuft. Was ich denke, was halt früher häufiger war als heute, war einfach, dass der Mann ein bisschen mehr gentlemanlike halt war und halt Kniege halt nicht nur den Einband kannte, sondern halt auch es beherzigt hat, dass er der Frau in die Jacke geholfen hat oder die Türe geöffnet hat oder halt auch einfach den Regenschirm gegeben hat, wenn es geregnet hat. Und diese schönen Werte aus den 50er Jahren haben mir immer sehr, sehr gut gefallen. Und diese möchte ich in diesem Barbershop wiederbeleben. Wenn man jetzt mich jetzt fragen würde, was würde mein Laden mir bedeuten, muss ich ganz ehrlich sagen, eigentlich mein komplettes, ganzes Leben. In diesem Salon stecken über 22 Jahre Sammelleidenschaft von Antiquitäten, Möbeln, Bildern, also eigentlich alles. Alles, was in diesem Laden ist, ist eigentlich mein Leben. Und ich glaube, wenn es wirklich so sein sollte, dass das hier weg wäre, wären mindestens 50% meines gesamten Lebens weg. Das ist eigentlich so mein Lebenstraum, den ich mir eigentlich erfüllt habe, dass ich einfach sagen kann, ich habe mir mein Valhalla geschaffen
Weil, ganz ehrlich, ich brauch die Welt nicht sehen. Das ist ja ganz schön, auf anders, so irgendwo anders drumherum. Aber eigentlich ist das hier eigentlich am schönsten. Deswegen ist es auch keine Arbeit für mich oder kein Job. Das ist eine Leidenschaft, in meinem eigenen Betrieb das zu machen, wo ich schon immer Bock drauf hatte. There's no doctor to repair myself. I don't know what's going on with me. I find this little word in my history. I'm not a Romeo and you're not Juliet.